So, meine lieben Let's Play-Zuschauer, ich darf euch wieder mal zurückbegrüßen, zurück zu Yoshi's Island. Im Pausenmodus musste ich mich gerade schützen, weil es kommt was ein bisschen Ätzendes hinzu. Ihr seht, fliegende Steine, also eher fallende Steine. Und ja, die versuchen uns platt zu matschen und sollten wir da drin gefangen sein, also soll ich da drin gefangen sein, denn bin ich mit einem Schlag K.O. Und das ist ja was ich gerne vermeiden möchte, wie man sich denken kann. Ich möchte überhaupt nicht immer noch irgendwo rote Münzen dabei. Muss mal gucken, ob ich die finde nebenbei. Das ist nicht so einfach hier. La la la. Und da ist nochmal so eine Riesenstufe, wo ich hätte nicht runterstecken dürfen. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht... Oh Gott, oh Gott. Was wird das? Eine Blume. Wow, 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 wow. Und da ist die Wolke und komischerweise kann man die jetzt sehen. Und es gibt noch ein paar extra Sterne, die ist flapp. Und, mit Bravour bestanden, aber ich wusste noch ungefähr, wie die fallen. Und da, das ist nicht ganz so einfach, was ich jetzt hier mache. Übrigens, wenn mein Stampfer da gemacht, dann lässt er seine Dinger da fallen. Und scheiße, jetzt ist der Stein schon abgestürzt. Das ist natürlich ungünstig für mich jetzt so. Die roten Münzen dürfen natürlich auch nicht verschwinden. Ich glaube, das passiert sogar. Ja, tut mir leid. Lass mal deine Waffen fallen. Mist, ich muss nochmal nach oben und nochmal springen. Oh, Trap! Ha, Zap. So, Knuspack, 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 Knuspack. Oh, ja, da kannst du lang schießen, ist mir egal. Aber wenn du in alle fünf Richtungen schießt, ist ja alles andere als ungefährlich. So, hier müssten eigentlich auch noch Steine runterfallen. Und kann ich hier rein? Nö. Zack. Batz. Bam. Schlitz. Lala. Bam, 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 bam. Oh Gott. Ah, das wusste ich. Oh, der lässt nämlich die trotzdem fallen und ab und zu trifft es mich doch. Gut, ich hoffe mal, ich komme trotzdem noch weiter. Jetzt am Ende kommt auch irgendwas Mieses. Knusper. Ja, ich glaube, da muss ich noch ein Stück warten, bis ich hier den abschießen kann. Ich glaube, da kann ich einfach so machen, oder? Ja, genau. Man bringt die auch mit Berührung zum Platzen. Gut, wenigstens ein paar Sterne ist gesichert. Ist besser als nix. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, weil die Fläche natürlich deutlich kleiner ist. So, nochmal kriegen wir ein paar Sternis ab. Ja, natürlich nicht die volle Anzahl. Warum sollte ich auch? So, ein bisschen entfernten Stampfer machen und schon geht das. So, hier kommt, glaube ich, die Szene, wo genau hier ist eine Blume. Die muss ich ganz schnell rausfischen. An das Level kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das kann man einfach nicht vergessen, das geht nicht. La 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 la. Und hier ist nämlich noch eine Blume und noch ein extra Wölkchen. Mit Sternis. Und damit habe ich auch meine 30 Sternis zusammen. Und mir fehlen allerdings noch 6 rote Münzen. Das ist natürlich scheiße jetzt an der Stelle. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das wäre ein bisschen peinlich jetzt. Aber ich glaube, ich kann es mir gut vorstellen, dass ich was vergessen habe. Ist natürlich das erste Level. Das ist schon ein bisschen... Nein? Vielleicht auch doch nicht? Nein! Ficken! Mist! Oh, geschafft! Und hier ist noch eine Tür. Und die hat gesagt, ja, ich darf da Safe State machen. Ich nehme mal die 4 jetzt, das ist 003, 007 wäre natürlich am geilsten, aber gut, wir machen, lassen mal die Insider weg und gucken wir mal, oh, Peng, Boom, reines Glücksspiel, achso, springt man ja so, wir müssen also Stampfattacken machen, ich weiß, ich kümmere mich einfach mal da oben drum, hoffe mal, dass hier was ist, und der Stern ist meins, und der Stern bedeutet 21 Sterne Boni, dum, 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 dum. Um es mal mit den Zelda-Worten. Ich habe ein Herzteil erhalten auszurücken. Und dann wünsche mir mal Glück. Ob ich das auch mit Safe States provozieren darf? Ja, heute mal schon. Ich will mir nicht wissen, was es für ein Bonus-Game in der zweiten Welt gibt. Vielleicht habe ich aber gleich mal Glück und es passiert beim ersten Mal. Aber ihr wisst ja, wie ich so zum Glück stehe, nicht wahr? Nämlich nicht sehr glücklich. Also ich habe das gerade nicht gesaved, das war wieder mein Lag in YouTube, nicht wahr? Und komm schon, komm schon, komm schon. Dum da da dum. Ja, geil, Mann. Bonus Game.
ist doch übelst geil. Und ich hab wieder mal volle 100. 100 Points. 100%. Ja, das ist doch nice. Und wir kriegen... Oh nee, nicht schon wieder, oder? Nee, einen haben wir aber nicht. Drück mir den Knopf rein. Gut, klingt nicht so... Oh, das ist das. Oh, das hab ich noch nie geschafft. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch nachdreht. Also ich hätte gerne natürlich die 7 in dem Fall. Mal gucken, ob ich es schaffe. Gut. Ja, ja. Und ein Leben. Und oben hätte ich eigentlich eine 7 und unten hätte ich einen Stern. Das heißt, eigentlich müsste ich 7 Leben bekommen. Aber na gut, Leben ist ja optional, ne? Und da hat sich natürlich mein Save-Staten für das Bonus-Game gar nicht gelohnt. Und oh Gott, ich weiß auch das, was für ein Level ist. Okay, ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr Erinnerung, als ich es zugeben möchte. Ja, gut. Einfach mal let's go. Let's go to the West Coast. Gut. Super Baby Home Run 2-2. Bam, 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 bam. Mich, diese guten Typis hier, die kann man nicht mit Eiern abschießen. Wenn ich das machen sollte, dann schmeißen mir die kleinen Pissen in den Ecken hier das Ei zurück. Flap. Tschüss, Mann. So, das sieht ziemlich cool aus. Ja, ja, das weiß ich noch. Ah, das war geil. Jetzt werden ein paar Eier eingesammelt und flap. Tschüss. Twap. Schlitz. Tschüss. In den Himmel. Ah, finde ich cool. Mal so ganz nebenbei am Rande hier gemacht. Oh, toll. Mir fallen die Baseballschläger an, sie sich hauen. Die schießen mir nämlich die Eier zurück, wenn ich sie abschieße. Flap. Flap und tschüss, du Opfer. Knacks. Und da ist ja gar nichts drin. Achso, ja, okay, wir müssen ja auch irgendwie weiterkommen, nicht wahr? Da habe ich mal eben ganz kurz ignoriert, dass ich weiterkommen muss. Das sind nämlich die ganzen miesen Viecher hier. Aber auch die kann man mit einer Stampfattacke vorübergehend betäuben. Yeah, die komischen Schwabbelbubbles. Für die sehen doch voll putzig aus mit ihren rosa Bäckchen und ihrem Pummel im Gesicht. Und ach, das ist ein Pummelluft für den Yoshi-Form. Tschüss, du Opfer. Kannst mich mal. Oh, los ein Leben. Ist ja nicht so wild. Und wir kriegen Flop, 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 Flop. Ich wollte gerade gucken, ob ich hier rein kann. Nee, kann ich nicht. La 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 la. Okay, nach links steht da. Tschüss, Mann. Du blöder Assi, Mann. So, hier geht's nach links hoch. Uah, doch, fail. Oh, Baby, Alter. Gerettet. So, hier bin ich erstmal sicher. Uah. Na? Puh, kannst mich mal. Du blöder Assi. Du bist doch ein Spasti, haha. Schießen alle immer gegen die Bretter hier, ist ein bisschen lame, ne? So. Hier waren zwei Typis mit roten Münzen, meins. So, hier geht's also nach rechts, mal gucken. Hätte ich doch erst nach rechts gesollt. Irgendwie sieht das hier so aus, als wäre ich hier nicht mehr erwünscht. Das sieht aber so aus, als ob ich da runter soll. Aber irgendwie passt mir das noch nicht so, dass ich da runter soll. Ich glaube nicht, dass das schon... Achso, jetzt komme ich eh nicht mehr zurück. Ah, scheiße. Wie der uns da links stalkt, Alter, ist ja abartig. Und, ach ja, genau. Hier rechts komme ich nicht anders weiter als nur mit dem Ultra Baby Super Mario. Denn Yoshi stirbt bei sofortiger Berührung mit diesen Stacheln. Das ist allerdings ganz logisch, denn mit 30 Sekunden hätte ich alle Zeit der Welt, da x-mal in die Stacheln reinzulaufen und Yoshi, durch Sachen durchzuquetschen, wo er eigentlich noch nicht durchkommen könnte. Und ich glaube, ja, hier war das. Ja, doch, dann bin ich richtig. Nur zwei Eier und einmal Flapshot. Achso, ein Eierumlenkpunkt. Und jetzt einmal der Stern durch den Tunnel und let's go! Speed one, dum-dum, speed one, dum-dum-dum. Kannst mich mal, triffst mich sowieso nicht. Bin die schnellste Maus von Mexiko oder eher der schnellste Mario von Mexiko. Wahoo! Und ihr seht, der kann einfach durchlaufen, die alle Potsau. Weg hier, Hilfe! Ja, ist natürlich scheiße. Warte mal, ich probiere mal.
Kann ich eigentlich mit dem... Mist! Gibt der hier Eier, wa? Also ich will wissen, was da drin ist. Das ist bestimmt was Wichtiges. Ha, eine Blume! Blöder Hoden, hör auf zu schießen. Aha, Treffer! Also manchmal muss man doch alles erkunden, weil auch halt eine Blume wichtig sein kann. So, jetzt muss ich ganz schnell durchlaufen, weil die fiesen Mistviecher schmeißen mit Eiern, um mich abzuschießen. Oh, war das gerade knapp, Alter. Oh. Ja, kannst mich mal, du blöder Hoden. Spast. Könnt natürlich auch mal gucken, ob ich da einfach aufspringen kann auf den. Nein! Nein! Und da bin ich. Ich glaube, zum ersten Mal abgestürzt, kann das sein? Aber gut. Quietschu! Quietschu! Fail! Muss ich das Ding jetzt nochmal einsammeln? Ja, wird immer nur der aktuelle Stand gespeichert. Aber nun weiß ich ja, wie es geht. Einfach ein bisschen höher anziehen und da war ein gutes Timing dabei. Ich spring jetzt einfach nur rüber, ist mir scheißegal. Fickt euch! Ihr Assis-Hoden! Assis-Hoden, ja. Aber die da unten möchte ich schon töten, weil ich will ja wissen, was aus dem Sinne da unten drei. Oder warte mal, ich probier mal so. Kann das vielleicht möglich sein? Wartet mal. Na, lauf mal nach links. Haha! Boah, total skillig, Alter. Ah, da war es rein grad. Ja, die Münze verschwindet, das ist keine rote Münze, auch wenn sie so aussah, weil sie so ein bisschen rötlich war. Das ist aber nicht hundertprozentig richtig. Oh, Eismelone, was ist doch denn die hier? Huspa! Ja. Oh, doch, fuck! Du blöder Assi, lass mich los! Warte, aber kriegst du zurück, du blöder Hoden, Alter, hier. Fatz! Klo, klo, voll geil. Three of a kind. Nein, nicht Baum of a kind, nein. Three of a kind. Ich muss das mir die Aussprache so ein bisschen angewöhnen. So. Hier war Obert ganz mies versteckt, nämlich ein Sternkreis, den ich hier ganz dringend brauche, weil meine Sterne sind ein bisschen im Eimer. So, hier gab es allerhand Bonis und Extras in den komischen Lücken in den Dingern hier. So zum Beispiel. Sternis, danke! Und schon habe ich meine 30 Stück zusammen. Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Ist natürlich wieder mal richtig mies. Und dann seht ihr eine rote Münze und die kann man so leicht übersehen einfach mal. Das finde ich so gemein. Aber hier oben war noch mehr. Was war denn halt hier? Zack, bam! Eine Blume, dankeschön! Meins! Mhm. Ist hier noch mehr Gedöns? Nö, ich glaube nicht, ne? Warte, wer ist noch da hinten hier? Hier ist noch nichts. Ja. Ich glaube, da war der. Kann mal gucken, wie sieht es denn überhaupt aus? Drei Sterne, drei Blumen und 11 rote Münzen. Sterne sind schon komplett, das heißt, ich darf mich wahrscheinlich demnächst nicht mehr so oft treffen lassen, weil den müsste ich einen Sternboni nutzen und ich heb die gerne auf für die später schwereren Level. Oh Gott, jetzt kommt das, euch werde ich mit Sicherheit nochmal getroffen. Hör mal zu, du Klötenkobold, du. Sag mal, fick dich. Die Viecher klauen nämlich Eier, das ist nämlich ein bisschen ätzend. Ja, 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 ja. Hör zu, du kannst mich mal. Ja, du kannst mich auch mal. Abgesoffen und ich hab hier eine rote Münze gefunden. Die Dinger wollen übrigens fressen, so hat man hier ein unbegrenztes Eierkontingent. Das ist ganz nützlich, weil die Mäuse klauen einem ständig. Oh, Hilfe, Eier. Du kannst mich mal, du blöde Maus. Die Sendung mit der Maus, dazu darf ich euch herzlich willkommen heißen. Sag mal, hört ihr auf mich zu natzen? Was ist denn hier los? Mausepidemie. Nein, nein. Oh, erst mein Baby. Blöder Hoden. Tschüss, Mann, geh sterben. Tschüss, Mann, geh sterben. Hier eine Eismelon mitgenommen, kann ja mal hilfreich sein, nicht wahr? Gegen lästige Mäuse und sonstiges Gesindel, was mir auf den Sack geht. Aber gut, genug geschimpft. Ich finde die Mucke total geil. Und wir haben 4 Blumen, aber es fehlen noch 8 rote Münzen. Was ist das denn für eine Scheiße? Oder? Oh, ich kann nicht mehr zurück, verdammt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen just of ungünstig. So, hier ist ein Bagger-Mario, ich würde sagen. Ja. Toll, da kann man nicht genau ersehen, welche rote Münzen sind. Dum do 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 do. Aber ich werde einfach mal alles einsammeln. Ah, da. Weil die Münzen sieht man jetzt genau, sehen alle gleich aus. Boah, Hilfe. Schneller, Mann. Könnte ich schaffen.
Das könnte ich schaffen, ja. Das könnte ich schaffen. Und ich schaffe es. Flap. Hallo, Baby. Eingesammelt. Oh Gott, jetzt kommt das, wo die Viecher hier oben aus den Löchern rausstürzen. War das nicht hier? Irgendwo war das doch, wo die hier das denn... Oh, Hilfe! Oh, voll in die falsche Richtung geschleckert. Habe ich nicht gesagt, ich darf mich nicht mehr so oft treffen lassen, aber ich habe gesagt, ich werde hier hundertprozentig nochmal getroffen. Flap, flap, flap. Oh, schon wieder? Sag mal, du blöder Assi, Alter! Das ist die Sendung mit der Maus. Aber die nervige Maus. Ah, das waren die Löcher, wo die Viecher rauskommen. Naja, hm. Kamikaze-Maus, kannst mich mal. Na, knusper, knusper, tut mir leid. Du bist down. So, das ist hier gar kein Thema. Die Musik ohne einfrieren oder so. Den werde ich einfach weggeschleckert hier. Und dann merkt man so hoch. Oh, das kann ich mitnehmen hier. Flap. Ein Eisatem-Freshment. Tschüss, Mann. Verpiesel dich mal. Oh, das war jetzt natürlich extrem Fail-Shot hier. 3 Sternis. Was ist das denn, geizige Tier? Knacks. Knacks. Oh, guck mal hier. Fuck, wie soll ich denn da rankommen? Ist natürlich auch extrem... Funktioniert echt gut, aber gut. Oh, das Gequietsche geht mir auf den Sack. Du gehst mir auch auf den Sack, Alter. Headshot. Ein Leben. Nur richtig viel wieder mal. So, ich hätte gerne ein paar Eier irgendwo her. Wir gehen die nämlich langsam aus. Oh, Hilfe. Ah, da ist ja gleich mal was zum Eier aufladen. Da hat man eine Maus ins Ei gestopft und dann ausgeschissen. Wie Yoshi das immer so gerne macht. Flap, flap. Tschüss, Mann. Weil dreimal raufgesprungen sind die ja trotzdem tot. Aber man kann sie halt nicht mit Eiern oder mit der Zunge beballern. Das funktioniert leider nicht. So, da oben war ich schon. Gut. Dürfte ich jetzt eigentlich... Ja, das sieht gut aus. Noch eine Blume und eine rote Münze dürfte ich eigentlich zusammenkriegen. Hoffe ich mal einfach. So, ja. Hier, kannst du mich mal... Gib mir ein Ei. Ach, hier ist ja sogar noch was zum Dingen. Ist ja cool. La 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 la. Und einmal ausgekotzt. Ah, nein. Das habe ich... Oh, Tatsache. Mist. Werfe einen Gegner oder ein Ei in die Blume und du bekommst Münzen oder Sterne. Um Gegner in die Höhe zu werfen. Ja, schön, ja, ich auch immer. Aber ich habe keinen Gegner mehr. Kann ich irgendwas, was ich noch fressen kann? Maus, komm mal mit. Du wirst jetzt Blumenfutter. So, so und ausspucken. Ah, genau, flap, genau, Rinder. Und ihr kriegt noch ein bisschen Geld. Und Geld regiert die Welt, sagt man ja so schön. Also nehme ich es einfach mal mit. Wobei, Sternteile natürlich jetzt. Sternteile, ich bin doch nicht bei Super Galaxy, Alter. Kann doch nicht wahr sein. So, was ist hier unten schönes? Oh, eine rote Münze. Fuck. Treffe! Aha, Loser! So, ich könnte ihn jetzt natürlich versuchen zu töten, aber ich den Teufel wegtun. Ja, ich laufe einfach mal unter deinem Arsch durch. Ja, der geht mir auf den Sack hier. Tschüss, Mann. Weil ich muss von hier unten wahrscheinlich nicht wieder hochspringen. Ja, genau. Und da ist die Blume. Ja, genau, und da kann man schnell mal in den Vogel reingeraten. Headshot und Treffer. Und damit ist alles meins. Ja, das war mal klar, dass hier noch so eine Scheiße kommt, Alter. Ihr könnt mich mal, ihr dummen Assis, Alter. Blöden Mäuse! Ihr seid die Pest! So, ah, da ist Ende, gut, wir haben alles komplett und durchgejumpt und flap. Hier gebe ich dir Baby plus 3 Eier noch und ich hoffe mal, ich krieg ein Bonus-Game. Was cooles, gib mir mal ein cooles, Mann. Ja, dum-dum-dum, Bonus-Game. Dum-dum-dum-dum-dum. Finde mal fies, dass der Yoshi das Bonus-Game holt und der nächste darf es lösen. Ist ein bisschen scheiße, ne? Aber gut, 100 Points auf the Cash auf der Hand. Dum-dum-dum-dum-dum. Ach, ist doch geil. Ist einfach nur geil, Mann. Und mal gucken, die Glückskarte. Deck eine Karte auf und du hältst eigentlich schon. Nein, okay. Also würde ich ein Spiel, wo man nur eine einzige Karte aufdecken kann. 600 Zahlen. Das gibt 10 Sterne. Yay! Yeah. Und, oh, Alter, 3 Kamex. Und ich glaube, ich habe das beste Item, obwohl die Eismelone auch nicht schlecht ist. Weil da kann man extrem viel Eis mit rumballern. Flap. Und da ist 2-3. Das wird im nächsten Part erledigt, Freunde. Ich glaube, es hat 1,5 Level geschafft, das ist ja scheiße. Also gut, ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Part. Und ich denke mal, ich werde so nach und nach chronologisch 2 Level abarbeiten.
je nachdem, das wird eher irgendwann außer Kontrolle geraten, weil irgendwann werde ich keine 100er Punkte mehr sammeln. So, ich denke mal, Welt 3 geht es dann langsam los oder hier schon mal in Welt 2.5 in der zweiten Hälfte. Also ich mal, Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part und viel Spaß wieder mal mit Yoshi's Island. Ciao!